Und willkommen am Grand Canyon. Jo Freunde, herzlich willkommen zum zweiten Tag heute von der Hessen-Tour, vom Urlaub, wie man es nennt. Das ist Murph am Start. Hi, ich bin auch wieder dabei. Bock auf ein Abenteuer. Ja Freunde, wir haben uns heute eine Wanderroute von 23 Kilometern rausgesucht, müssen in etwa 8 Stunden werden wir dort abgeholt. Wir hoffen, dass wir es jetzt in 6 Stunden hinter uns bringen, gucken uns dort noch die Stadt an, schön an der Bergstraße. Müssen jetzt aber auch wirklich loslaufen, weil wir haben schon übelste Verspätung, weil ich noch ein Video hochladen musste. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video hier und wir sehen uns gleich irgendwo auf der Wanderroute wieder. So Freunde, wir sind jetzt schon ein Dorf weiter angekommen, haben die erste halbe Stunde hinter uns und auch schon die ersten 4 Kilometer. Ja, oder 3 bis 4 Kilometer müssten es sein. Geht ziemlich schnell, wir laufen jetzt quasi noch ein Dorf weiter, gehen dort kurz in den Discounter unserer engen Auswahl und holen noch ein paar Sachen zu trinken für unterwegs, essen und so. Laufen dann auch wieder weiter und hoffen, dass wir vielleicht noch vor 18 Uhr in Weinheim ankommen an der Bergstraße. Es müssten jetzt noch so 20 Kilometer grob sein. Weil die ersten 3 haben wir geschafft, es waren insgesamt 23. Ja, ich würde sagen, wir zeigen euch jetzt in ein paar Cinematic-Aufnahmen noch die Idylle vom Odenwald und melden uns zwischendrin halt mal, falls irgendwas Interessantes passiert. Never get old. Passiert schon wieder was Spannendes. Das erkennt man wahrscheinlich jetzt nicht. Aber da ganz hinten über den Bergen fliegt so ein kleiner schwarzer Punkt. Das sind einfach mal Kampfjets. Keine Ahnung, von der Bundeswehr oder so, 2 Stück. Sind da gerade ein bisschen im Trainingsflug unterwegs und heizen hier durch die Berge. Das war wieder sehr interessant. Das Ding ist, ich höre dieses Geräusch, denke mir so, hört sich ein bisschen nach Jet an. Ich guck so hoch. Marvin schreit so, Alter, 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 da hinten ist ein Jet. Ja, Marvin ist natürlich wieder voll am Ausrasten. Schade, jetzt sind die irgendwie weg. Vielleicht sieht man die ja heute nochmal, weil sowas ist natürlich echt immer interessant. Jetzt in einem Dorf angekommen, gerade beim Discounter unseres Vertrauens gewesen, haben noch was zu trinken und zu essen geholt. Ja, jetzt geht's weiter. Die ersten 6 Kilometer haben wir hinter uns, fast 2 Stunden unterwegs. Ja, noch knapp darunter, wenn nicht sogar knapp über 1,5. Also es geht noch. Trotzdem müssen wir jetzt zusehen, dass wir noch ordentlich Strecke heute machen, sonst bringt das alles nichts. Alter, warum ist das denn immer so kackenlaut hier? Ein LKW nach dem anderen und ein Sportwagen, meine Güte. So Freunde, wir haben jetzt die Kamera mal ein bisschen laden lassen. Um 2:30, irgendwie kurz vor 11:30 sind wir los. Ja, gute 3 Stunden unterwegs. Haben jetzt gewiss schon 15 Kilometer oder so hinter uns. Nur irgendwie, es ist langweilig so. Man sieht nicht die Welt, man sieht die ganze Zeit nur Kaff für Kaff. Also was heißt langweilig, man kommt schon rum. Aber das Ding ist halt, die Strecke zieht sich dieses Mal schon. So, und aufgrund dessen, dass wir so in 4 Stunden schon wieder abgeholt werden, haben wir jetzt gesagt, fahren wir ab diesem Dorf mal 1-2 Stationen mit dem Zug, laufen dann von der vorletzten Station zur letzten Station, mehr oder weniger. Natürlich nicht bis zum Bahnhof, sondern wir kürzen vorher ab, weil wir noch auf eine richtig schöne alte Burgruine wollen. Und ja, wir cheaten jetzt mal, wir nehmen jetzt gleich einen Zug. Wir sind auch schon, wie gesagt, ordentlich gelaufen, gewiss 15 Kilometer jetzt von 23. Ja, die Welt ist es nicht mehr, aber die letzten Meter werden wir noch laufen.
schauen uns dann dort in der Stadt noch ein bisschen um, weil es echt eine schöne Stadt an der Bergstraße ist. Marvin legt gut vor. Der ist ziemlich schnell unterwegs, muss ich echt sagen. Ich weiß nicht warum, aber ich bin gerade echt so ein bisschen darauf angelehnt, langsamer zu laufen. Bisschen chilliger. Wir müssen hier gleich noch auf den Zug warten. Hier ist auch voll der Durchgangsverkehr. Ich hoffe mal, versteht mich überhaupt hier an der Straße. Ja, auf jeden Fall laufen wir beiden jetzt erstmal an die Bahnstation. Schauen, wann der Zug kommt, fahren dahin. Wir fahren sogar eine mega schöne Strecke an einem Steinbruch her, wenn wir da nicht sogar am Ende noch herlaufen. Mit einer Stunde oder so Zeit sparen, wenn wir jetzt einfach diese beiden Stationen mal schnell mit dem Zug fahren. Ja, gucken wir uns dann dort die Stadt noch ein bisschen an. Hier sind natürlich ein paar Drohnenshots dann. Aber wir sehen uns gleich, denke ich mal, erst wieder nach der Zugfahrt. Oder vielleicht gibt es ja irgendwas Interessantes am Bahnhof. Man weiß nie, was passiert, Freunde. Auf jeden Fall ein mega geiler Ausflug heute. So, Freunde, jetzt gerade mal erst noch ein Eis gegönnt. Man muss natürlich hier auch ein bisschen die Locals unterstützen. Aber ich hatte gerade ultra Bock irgendwie auf so ein Eis, sehe diese Eisdiele und denke mir, oh, jetzt so irgend so ein Fruchteis, Alter. Einfach schon so mega lange kein Eis mehr aus einer Eisdiele gegessen. So, wir sind inzwischen auch im Dorf Möllenbach angekommen. Hier deutsche Bahn, Bahnhof. Ja, jetzt hier auch am Bahnhof. Marvin ist schon da, der ist ziemlich vorgesprintet. Jetzt auch hier neu da, wir gucken jetzt, wann Zug kommt. Fahren ein, zwei Stationen und sehen uns gleich wieder. So, Freunde, willkommen in Birkenau. Gerade aus dem Zug hier ausgestiegen. So, Freunde, wir laufen jetzt hier neben einem relativ großen Fluss her. Und wir haben direkte Sicht auf den Steinbruch in Weinheim. Mega schön. Ich zeig's euch sofort mal. So, Freunde, hier so richtig ein bisschen Eifel-Mosel-Feeling. Wenn die Züge so an den Felswänden herfahren und die Straßen hier so hergehen, dann guckt mal darüber und man hat einfach so einen richtig fetten alten Steinbruch, der einfach schon langsam zuwächst. Mega krass. Hier natürlich noch einen dicken Fluss am Start. Cool, ne? Ja, Freunde, da oben natürlich auch eine Burg am Start. Da waren wir vor 2 Jahren, glaube ich, sogar mal oben. Da waren wir mit Marvins Auto unten, beziehungsweise mit dem Auto seiner Mutter. Inzwischen hat er ja ein eigenes. Und da sind wir sogar hoch, aber davon gibt es keine Videos von, weil da waren wir wirklich eine Woche hier. Und ich glaube, wir haben in dieser einen Woche sage und schreibe ein Video produziert, was halt gar nicht mehr so die gute Leistung war für die Zeit. Ja gut, wie gesagt, so jetzt diese Woche hat schon mal richtig Bock, das so wie damals 2015 zu machen, wo wir nonstop jeden Scheißtag Videos aufgenommen haben, versucht haben, jeden Tag hochzuladen oder halt mit etwas Verspätung oder Pause zwischendrin, dass man auch Zeit zum Schneiden hat und für Urlaub jeden zweiten Tag. Darum ist das ja jetzt auch so eine Art Vorproduktion und es kommt jeden zweiten Tag eins online, obwohl jeden Tag was aufgenommen wird, sagen wir es so. Keine Ahnung, wie lange das Video ist, wahrscheinlich schon länger als geplant. Darum würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss. Versuchen jetzt so schnell wie möglich oben Richtung Burg zu kommen. Nicht auf die ganz hohe da oben. Es gibt noch eine, die ist ein bisschen niedriger. Auf die wollen wir. Von dort hat man auch eine Bombenaussicht. Ist eine alte Burgruine. Aber mal schöne Shots aufnehmen und gucken uns die mal an, bevor wir ganz später unten in der Stadt wieder abgeholt werden. Dürfte nicht so lange dauern. Ich glaube, man läuft so etwa 20, 30 Minuten dort den Berg hoch und ist dann da. Und ich würde sagen, um ein bisschen Zeit zu sparen und das Video nicht allzu lange rauszudrücken und wir bald hier Spielfilmlänge-Vlogs produzieren. So, das soll ja schon noch einen Touch von ganz normalen Lifestyle-Vlogs haben. Würde ich sagen, sehen wir uns gleich dort oben wieder. Schade, man kommt jetzt leider nicht auf den Turm. Letztes Jahr habe ich mit meiner Ex-Freundin auch hier Urlaub gemacht. Sind wir hier hingelaufen und waren sogar oben auf diesem Turm. Das Ding ist halt, da kommt man jetzt nicht hin und man kommt auch gar nicht auf das Burggrundstück, weil einfach komplett alles abgeriegelt ist. Man kann einfach nur hier von den Vormauern diese Bombenaussicht hier sehen, die natürlich auch schon echt krass ist, aber wenn man auf den Turm kommt, kann man halt noch hinter die Burg gucken, Richtung Odenwald in die Berge. Was halt auch nicht gerade schlecht ist. Ich würde sagen, wenn es vom Wind her hier gerade passt, wir pausieren einen Moment, fliegen dann mal kurz mit der Drohne drumherum und ja, schauen dann, was heute noch passiert. Aber bis jetzt haben wir unser Ziel erstmal erreicht, ne? Und sind auch echt tot, ne? Also erstmal ein bisschen pausieren, Leute.
euch bitte einmal diese Aussicht. Alter, das ist einfach mega, ohne Witz. Vor allem hier hat man dann direkt noch Weinheim mit dem Schloss, mit allem drum und dran. Mit dem schönen Schlosspark, der da hinten dann weitergeht. Mega geil. Ja, Freunde, das war's jetzt mit den Patronen-Shots. Hat ordentlich Akku gekostet, die aufzunehmen, aber ich hoffe, es sind ein paar geile bei rumgekommen. Burg hat leider zu. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann nochmal in den nächsten Jahren hier hinzukommen, nochmal hochzugehen. Aber jetzt saßen wir hier noch ein paar Minuten. Haben nochmal hier ganz kurz diese hammergeile Aussicht hier genossen. Sehr nice, ohne Witz, man kann so weit gucken einfach. Ne? Es ist krass, obwohl man hier keine Ahnung, wie viele Menschen so gesehen vor seiner Nase hat oder Lebewesen, Krach, Lärm, Dinge, die halt die Umwelt verpesten oder an sich auch Autos, die Krach erzeugen und sonst was. Es ist hier so ruhig, es ist hier so idyllisch, obwohl man hier quasi die Welt gerade vor Augen hat. So, das ist schon krass. So, Freunde, jetzt sind wir schon seit fast einer Stunde hier auf so einer Bank am Rasten. Ist ziemlich cool hier die Ecke. Hier ist wie so eine kleine Einbuchtung in die Felswand hier. Wir haben hier einfach mal so eine Gryffalo-Statue aufgestellt und irgend so eine Maus. Keine Ahnung, ich bin jetzt nicht mehr der die Kinderfilme irgendwie so krass kennt. Ist bestimmt auf jeden Fall mega cool für kleinere Kinder, keine Ahnung. Ja, das Ding ist, wir werden erst so in einer Stunde ungefähr geholt. Die müssen wir jetzt noch irgendwie rumkriegen. Wir wollten eigentlich schon ins Schloss laufen, aber wir können echt nicht mehr laufen. Wir waren vor 2 Jahren schon mal im Schloss. Ist wunderschön, aber nee, bis wir da jetzt hin sind, haben wir uns entschlossen, wir bleiben jetzt. Also wir sitzen jetzt hier insgesamt 2 Stunden auf der Bank, entspannen mal ein bisschen nach der langen Route und genesen unsere Beine, wenn man das so sagen kann. Und laufen dann quasi auf der anderen Bergseite runter und werden dann irgendwo abgeholt. Heißt das... War es eigentlich, glaube ich, schon ziemlich krass mit dem Vlog. War ein echt cooler Tag. Das Ding ist, die Wetterlage hat sich auch schwer verändert. Also ich muss sagen, seitdem wir hier gerade aus den Bergen rausgekommen sind vor 2-3 Stunden, war es halt schon echt schwül. Und ja, in den Bergen war es irgendwie schön kühl. Ist halt wieder dieser Unterschied hier zum Flachland und den Bergen irgendwie. Ja, und jetzt chillen wir hier noch auf dem Berg mit der Burg. Warten mal ab, gucken, was das Vlog sich noch hergibt. Bis jetzt war es ein ganz nicer Tag. Nochmal ein richtig geiles Video. Geile Shots von der Burg gemacht mit der Drohne und so, noch was zu sagen, mal. War sehr anstrengend, aber wie immer am Ende eine schöne Aussicht gehabt. Leider konnten wir nicht auf diesen Turm, was sehr schade ist, aber ja, es war trotzdem cool. Und es ist auch nicht mehr allzu heiß, das ist auch entspannt. Ja, wir warten jetzt mal und schauen dann, was heute noch passiert. So, Freunde, gerade zu Hause angekommen. Ich denke mal, das war's auch mit dem Video. Marvin ist auch schon am Ende. Willst du noch den Leuten was sagen? Lust auf das Abenteuer, auf das nächste Abenteuer. Ja, Freunde, wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben. Ja, abonniert den Kanal, gebt gerne einen Kommentar. Euer Feedback ist uns natürlich irgendwo ein bisschen wichtig, damit wir, ich sag mal, die Videos verbessern können. Und ja, ich freue mich auf übermorgen, wenn ihr das nächste Video unserer kleinen Tour hier seht. Haut rein, bis bald, ciao.